Yeah! Yo, was geht ab? Heute sind wir unterwegs. Wir gehen auf Olten und holen uns den Kulturförderpreis ab. Ich dachte, ich habe zwei Leute mitnehmen, also nehme ich fix den Bench mit. Nein, ich dachte, ich nehme noch euch mit. Spass, ich habe den Roman mitgenommen. Stimmt das auf dem Beat? Okay, pass. Yes, pass. Ich flow das einfach so rein. Und mir ist vorhin noch aufgefallen, ich habe nur das Mail gelesen, wo sie schreibt, am 6. dort sie, aber unten dran war noch eine riesige Anleitung, wie das alles ablaufen wird. Digga, das ist der ganze Ablauf. Und nachher haben wir noch eine E-Mail bekommen, von wegen mich auch nicht filmen, aber wir rufen nachher nochmal ein. Mal schauen. Vielleicht können wir das noch dribbeln. Als wir runtergekommen sind, ist wirklich so Sodom und Gomorra angekündigt worden. Wenn wir jetzt aufgehen, werden wir im Regen stehen. Ich bräuchte so eine Brille, die filmt. Oh! Alter, wir sind drauf. Siehst du das? Wir haben einfach den Regen. Wir haben einfach den Regen dodged. Damn, jetzt wird es wieder schön. Hoho! Ich glaube, der Roger ist das Thema. Ich habe echt einen gefunden, der so aussieht wie der. Corinne wollte ein Thema Roger Federer machen, weil er diesen Monat am French Open spielen. Er hat zwar jetzt vorher, aber er spielt nächstes Monat am Wimbledon. Und ja, darum. Ich muss sagen, ich habe mich dort schon ein bisschen gefühlt wie er. Kurz gedacht so, bro. Ja, ich denke, wir können filmen einfach noch ein bisschen dein Zeug. Dann sage ich, sie sollen sich ihr Zeug schnappen. Wir gehen weiter. Ich sage tschüss. Ja, Bahnhof. Sekt holen, saufen, fest, Party und nachher. Das ist alles nicht in meiner Preisklasse, Bro. Rotkäppchen, das ist mir zu helvetisch. Ah, der ist Bio. Ist das ein Papa? Yeah! Mama, das ist ein Papa und er ist noch Bio. Yo! Haben wir den Füfi? Ja, jetzt weißt du, wir sind auf dem Gleis. Ja. Ist gut, ich komme nach Hause. Ist gut. Top, bis nachher. Ciao! 1200. Ja, aber kommen wir mit 15.000 Stutz. Ja, geradeaus auch. Bro, 15.000, das heisst minus 1200 sind noch 13.800. Also 15.000 noch für eine Chain, dann kann ich noch 1200 Schulden machen, die kann ich dribbeln und nachher ist gut. Ist jetzt geimpft, jetzt kann man die wieder umarmen. Wir haben uns schon Frieden. Das Leben ist immer gewillt, an einem vorbeizuziehen. Wie die Bilder, die man sieht, wenn man seinen Blick aus einem Zugfenster wagt. Und dabei ist wichtig, die Vergänglichkeit dieser Momente nicht zu seinem Feind zu machen, sondern sich in diese Vergänglichkeit hineinzuleben und mit ihr eins zu werden, um so jeden Moment zu genießen. Also, es läuft jetzt so. Wir haben vorher eine E-Mail zusammen gelesen. Wir dürfen offiziell nicht filmen. Am 4. Uhr ab von der Band an spielen, dann kommen wir langsam rein. Und nachher habe ich vorne den Platz und ich kann hinten sitzen. Und ich versuche irgendwas mit meinem Handy zu machen. Und der Roman versucht die grosse Kamera irgendwie möglichst unauffällig einzusetzen. Easy, wir sind Rap, Mann. Wir sind Gangster. Alles gut. Vom klassischen Rucksack-Rap bis zum modernen Turn-Up-Sound mit pumpenden Westen. Wir hören diverse Styles und Sounds zu seinem Repertoire. Der Förderpreis Musik 2021 soll Luca Lang ermöglichen, als Pato den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und seine Ausstrahlung in die Schiller-Schweizer Musiklandschaft auszubauen. Let's go! Yeah! Gewonnen! Schmeckt nach Umweltschutz. Roman, willst du auch Prosecco? Ja, mach mir einen auf. Wir haben gewonnen. Das war es. Danke vielmals fürs Zuschauen. 2021 Kulturförderpreisverleihung. Wir haben gewonnen! Ich habe noch etwas Emotionales zu sagen am Schluss wie immer. Ich habe es mega nice gefunden. Wir waren ein kleines Alien. So vom Gefühl her. Nicht viel Hip-Hop. Hey! Nicht viele Hip-Hop-Künstler oder so, die jetzt hier vertreten. Und dass wir
Dass trotzdem, also trotzdem, dass wir das mit dieser Kultur gewinnen, ist mega nice. Wieso laufen wir halt? Ich will nicht laufen. Nein, lauf doch nicht. Ja, du bist jetzt weg. Mhm. Dass wir das so gewinnen, ist mega geil. Und das ist da, möglich dank euch, weil ihr unterstützt, streamt und das ganze Ding legitimiert, was ich versuche zu machen. Darum sagt auf euch und slidet beim Roman in den DMs, hast du wieder ein Konzert organisieren, dann können wir nachher, sobald es wieder möglich ist, im Herbst Turn-up machen. Und dann macht es nachher Champagne auf alle! Yeah!